Ganz schön großer Rummel für so einen kleinen Wagen. In Zukunft soll dieses Auto für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Landesregierung zugänglich sein. Das Besondere, es ist ein Elektroauto. Das erste im Fuhrpark der Landesregierung. Mit einer Höchstleistung von 55 Kilowatt erreicht es eine Höchstgeschwindigkeit von immerhin 125 Kilometern pro Stunde. Wir müssen genauso dazulernen, was die Nutzung von E-Fahrzeugen betrifft. Insofern ist das ein Beginn. Wir planen auch andere Einrichtungen noch auszustatten. Sie wissen, wir haben die ein oder andere Insel im Land, wo keine Fahrzeuge zugelassen sind. Da ist dann die Möglichkeit, möglicherweise auch die Polizei dementsprechend auszustatten. Also ich denke, es ist ein Einstieg und auch ein gutes Signal. Bis 2020 sollen 1 Million Elektroautos auf Deutschlands Straßen unterwegs sein. Allerdings sind die Grenzen der Technik noch sehr übersichtlich. Die Distanz und Höchstgeschwindigkeit der Wagen reichen meistens nicht für große Strecken und die Infrastruktur der Auflademöglichkeiten muss auch noch ausgebaut werden. Im Jahr 2014 wurden erst 48 Elektroautos in Mecklenburg-Vorpommern angemeldet.